Stura begrüßt Erstis. Für knapp 1.700 neue Studierende hat der Studierendenrat der HTWK Leipzig am Donnerstag die Erstsemester-Einführungsveranstaltung gestartet. Damit soll den Erstis der Start in das Studierendenleben und den studentischen Alltag möglichst vereinfacht werden. Die bekannte Kneipentour sollte aus Hygienemaßnahmen in Gruppen mit je 10 Personen durchgeführt werden. Heute Abend geht es gleich weiter. Am 8.10. haben wir einen Grillen. Das ist die größte Veranstaltung, die wir gerade planen für die Ersti-Tage. Die ist auch für alle offen. Da dürfen gerne alle vorbeikommen und nebenbei findet auch eine Podiumsdiskussion statt. Zu weiteren Veranstaltungen am Wochenende müssen sich Interessierte via Opal einschreiben. Die offizielle Begrüßung aller neuen Studierenden durch die Hochschule findet dann mit der feierlichen Immatrikulation am kommenden Montag statt.